Jo Freunde, Tinox hier und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nach 2 Wochen Inaktivität, Leute, es hat einfach den Grund gehabt, dass ich viel arbeiten musste. Meistgehend abends und natürlich habe ich auch eine Freundin, ne? Deswegen habe ich nicht so viel Zeit für YouTube gehabt. Allerdings bin ich wieder zurück und wir besprechen heute die neue SBC von dem guten Nicolo Zaniola, ja. Er ist rausgekommen als 85er Worldbreaker-Karte. Diese Karte schauen wir uns an. Ich sage euch am Ende des Videos, ob sich diese Karte meiner Meinung nach lohnt oder eben nicht. Und wie immer, Leute, würde ich mich jetzt schon mal freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und aktiviert die Glocke. So, wir gehen erstmal drauf, was wir abgeben müssen. Das sind nur 2 Sachen. 84er Rating, 83er Rating, wir kriegen Prime Elektro Spieler-Pack, ein kleines und ein Gold-Spieler-Pack. Also 2 schlechtere Packs. Aber hier geht es nicht um die Packs, sondern um den Spieler. Ja, was wird der Spieler ungefähr kosten? Kann ich nicht ganz einschätzen. Auf jeden Fall werde ich euch den Preis, wenn er auf Footman aktualisiert ist, in den Kommentaren oben anpingen, wie quasi jedes Mal. Und wir besprechen jetzt den guten Zangol. Er hat leider 3-3. Hat leider auch eine ziemlich große Größe für einen ZOM, und zwar 1,90 hochmittel. Eigenschaften hat der Flair, ist super, anfällig für Verletzungen ist natürlich nicht so gut. Ja, Tempo von 87 ist okay, Schuss von 82 ist okay, Passen ist super, Dribbling ist super, Verteidigung ist natürlich eher schmau und die Physis von 80 Ausdauer ist auch nicht so gut. Aber die Stärke von 91 und Aggressivität von 83. So, wo kann man diesen Spieler spielen? Ich würde ihn sogar auch als 8er spielen, eventuell. Er hat eine gute Größe, er hat eine gute Stärke, er hat eine gute Aggressivität. Hier einen Sentinel, einen Shadow, einen Anchor drauf. Und ihr habt, glaube ich, einen sehr, sehr guten Achter. Also quasi als ZM oder natürlich auch als ZOM mit einem Hunter. Oder ein Engine, würde ich sagen. Aber eher ein Hunter, weil die Schutzstats auch nicht so gut sind. Und das Tempo auch nicht so gut. Und er ist halt leider 1,90. Kann man natürlich auch als Stürmer spielen, aber 3-3. Ja, für mich sind 3-3 leider nicht so gut. Dann schauen wir uns an, wie wir einen guten Boy verlinken können. Mir fällt direkt El Shaarawy ein. Und sonst halt, ja, die ganzen italienischen Spieler. Das ist aktuell mein Team. Ich habe einiges verkauft. Ich hatte Bamba im Team, ich hatte Davis im Team. Aber da die Rulebreaker-Karten immer und immer mehr sinken, habe ich die einfach verkauft. Wir gehen auf Serie A und auf Italien. Und schauen mal an, wie wir den guten Zaniolo linken können. Wir haben Immobile, wir haben einen Di Natale, wir haben einen Barella, einen Insigne, Leute, ja, einen Bastoni. Was haben wir noch so gut, womit wir den grünen linken können? Politano, den ich auch gemacht habe. Tonali, den er wahrscheinlich, oder den man kaufen kann. Ja, Politano, den ihr wahrscheinlich auch gemacht habt. So wollte ich sagen, El Shaarawy, wie gesagt. Chiesa ist auch immer noch stark, auch wenn es nur eine Goldkarte ist. Spinazzola ist stark. Also es gibt einige Möglichkeiten, den guten Zaniolo zu linken. Und jetzt würde ich mich sehr, sehr dafür interessieren, Leute. Was sagt ihr zu dieser Karte? Macht ihr ihn nicht? Als Achter mit mindestens 60, 70 Def wäre er besser gewesen, aber ich finde schon, wenn man Sentinel draufklatscht, könnte man ihn auch noch auf der 8er Position spielen. Allerdings schwierig. Ich will ihn nicht abschießen, ihr seid gefragt, ich bin da draus, haut rein, bis dann.